Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück. Ich bin Elena Pavlova, die konsultierende Astropsychologin, und heute möchte ich über den Saturn sprechen. Saturn wird vom 4.6. bis 23. Oktober 2022 retrograd im Tierkreiszeichen Wassermann. Saturn, das ist unser Lehrer, unser weiser Lehrer, der uns Erfahrung verleiht. Also nicht irgendein theoretisches Erfahrung, sondern er gibt uns die Aufgaben, die wir meistern sollen, und dadurch werden wir reifer und erfahrener. Das ist eine der wichtigsten Missionen vom Saturn. Saturn, es ist ein sehr starkes Planet, Planet mit starker Energie, ähnlich wie Pluto und Uranus. Und möchte Saturn, wie ich schon gesagt habe, uns erfahrener machen, im weitesten Sinne dieses Wortes. Das bedeutet für uns, dass wir können uns weigern oder sogar sehr weigern. Aber wenn Saturn uns verändern möchte und uns gewisse Erfahrung verleihen will, dann wird er das tun. Das ist jetzt nicht als Katastrophe zu sehen. Also ich persönlich finde, dass Saturn uns etwas beibringen möchte, weil er uns so höchstwahrscheinlich so lieb hat, damit wir reifer werden und die nächsten Aufgaben, die darauf folgenden Aufgaben ebenfalls erfolgreich meistern können. Somit, das ist alles nur zu unseren Gunsten. Die Aufgaben, die uns Saturn gibt, sie sind mit Ausdauer und Geduld zu bewältigen. Für jeden von uns wird das ein bestimmtes Thema sein. Ihr könnt euch erinnern, was ungefähr vor 2, 3 Jahren bei Ihnen, welches Thema bei Ihnen wurde sehr dominant. Wo habt ihr größten Schwierigkeiten gehabt, voranzukommen? Denn Saturn macht uns nicht leicht. Es kann sein, wenn es nun mal zum Beispiel um den zweiten Haus geht, es kann sein, dass es gewissen Schulden hochgekommen sind, beziehungsweise dass Sie gewissen Schulden machen müssten, dass Sie überhaupt Ihr Verdienst sich anschauen müssten und überhaupt mit der Frage klarkommen, wie verdiene ich mein Geld? Wohin verschwindet mein Geld? Für was gebe ich mein Geld aus? Es kann sein, dass während den letzten, bleiben wir jetzt mal bei den 2 Jahren, es waren immer wieder hoch und runter. Und Saturn möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie sich Gedanken machen, ja, wie kommen Sie mit diesen Themen klar? Ob Ordnung in diesen Themen herrscht. Auch gleich, also zum Beispiel, ich mache jetzt ein anderes Beispiel mit Beziehung. Es gibt Beziehungen, die weder laufen noch zu Ende gehen. Sie kosten sehr viel Nerven, und dabei möchte Saturn dir zeigen, ja, du musst jetzt mit dieser Situation klarkommen. Entweder du triffst jetzt eine Entscheidung und schließt das ab, und dann fängst du an ein neues Period und wirst damit erfahrener. Dann hast du bestimmte Erfahrung hinter dir und du weißt, wie du aus dieser Situation rauskommst. Das alles hängt natürlich sehr stark damit zusammen, in welchem Haus, welches Haus gerade in eurem persönlichen Horoskop aspektiert wird. Also das kann ich leider jetzt nicht sehen, wenn ich eure Karte nicht gesehen habe. Generell, die Aufgaben, die uns zu tun gibt, sollten mit Fleiß, Ausdauer und Geduld gemeistert werden. Es gibt kaum eine andere Lösung, sie zu bewältigen, und gewisserweise ist es auch gut so. Was ist jetzt bei der retrograden Bewegung zu beachten? Erstmal, Sie können sich daran erinnern, was bei Ihnen im Leben geschah zu den folgenden Zeitpunkten. Saturn war schon zweimal rückläufig, während es sich im Wassermann befand. Und zwar, das ist Mai, September 2020, Mai, Oktober 2021. Und das ist jetzt die letzte retrograde Bewegung vom Saturn. Das ist Juni, Oktober 2022. Wir werden nochmal damit konfrontiert. Und es ist jetzt wirklich die Zeit,
zumindest in einem Lebensbereich, was sie beunruhigt. Also es ist, wenn sie sich zurücklehnen und sich darüber Gedanken machen, sie werden bestimmt diesen Lebensbereich garantiert festlegen, was beunruhigt sie. Und es wird von uns verlangt, dass wir in diesem Lebensbereich Ordnung schaffen. Und das ist jetzt sozusagen der letzte Lauf. Und ja, ich kann es nur empfehlen, für uns allen ein bisschen geduldig jetzt zu sein. Falls Sie das Video jetzt vom Neumond nicht angeschaut haben und von dem Retro-Merkur, dann kann ich euch empfehlen, dass ihr das tut, weil ich habe dort auch verschiedene Themen angesprochen, die sich mit dem Retro-Saturn überlappen. Am Anfang des Jahres habe ich auch ein Video aufgenommen und dort habe ich gesagt, es ist ganz wichtig, dass wir uns am Anfang des Jahres gewisse Pläne aufstellen. Denn die Energie des Jahres und die Geschehen, die innerhalb dieses Jahres stattfinden werden, sie werden immer wieder dazu beitragen, dass unsere Pläne nicht stattfinden lassen, dass irgendwie alles fällt auseinander. Und wir werden in der Lage sein, beziehungsweise wir werden immer in der Lage versetzt, unsere Pläne umzuschreiben oder sich selbst auch so flexibel auf das Geschehen einzustellen, damit man überhaupt durchkommt. Diese Energie bleibt bestehen. Aber trotzdem, damit man ja weiterkommt und damit man diesen Kern, die Kernaussage des eigenen Jahres beibehält, es wäre wichtig, trotzdem sich gewisse Pläne aufzustellen. Saturn kann uns dabei helfen. Das Jahr, vorher habe ich auch gesagt, dass man versuchen sollte, bis 26. April, das ist jetzt die Zeit, wirklich voranzukommen und etwas anzufangen. Ab dem Zeitraum werden wir uns intensiv damit beschäftigen müssen, sich gewissen Sachen abzuarbeiten, mit etwas fertig zu werden. Das Alte wird wieder hochkommen, sich über sich erinnern lassen und man muss das einfach abzuarbeiten. Pluto, das ist auch steht schon am Ende des Tierkreiszeichens. Saturn macht die letzte retrograde Bewegung, bevor er das Zeichen wechselt. Also es gibt schon zahlreiche Zeichen dafür, dass wir zu gewissen Punkt kommen, wo unser Leben tatsächlich aufs Vorher und Nachher geändert wird. Und wir haben nun mal schon Corona hinter uns, vielleicht wird sie noch mal kommen. Wir haben andere soziale Ereignisse, die unser Leben beeinflussen. Und es ist auch nicht auszuschließen, dass entweder zwei diesen Sachen sich verschärfen, beziehungsweise kann noch etwas kommen, was ebenfalls versuchen wird, unser Leben auf den Kopf zu stellen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass Sie alles rechtzeitig machen. Wenn etwas in dieser Woche erledigt werden muss, erledigen Sie bitte diese Woche. Das ist das, was jetzt retrograde Saturn von uns verlangen wird. Glauben Sie nicht, dass es in diesem Jahr oder irgendwann oder nächste Woche noch irgend bessere Zeit kommt und dann werden Sie das erreichen. Wenn Sie zumindest für sich selbst versprochen haben, dass Sie das und das diese Woche erledigen müssen, versuchen Sie es wirklich zu erledigen. Beziehungsweise, wenn Sie es nicht schaffen, dann erledigen Sie es zumindest zu 70%, bevor Sie gar nicht anzufangen. Es ist wirklich sehr wichtig. Ich möchte die Situation nicht dramatisieren oder etwas Schlechtes hervorzusagen, aber es gibt zahlreiche Aspekte, die darauf hindeuten, dass auch aus der Vergangenheit etwas kommen. Es kann sich mit Papierkram verbunden sein. Es kann sein, dass es Beziehungen hochkommen oder dass wir uns um unsere Verwandten kümmern müssen. Dass zum Beispiel jemand krank wird. Also es hängt natürlich immer alles von der individuellen Horoskop ab. Oder dass sie selbst sich um ihr eigenes Gesundheit verstärkt kümmern müssen. Und dafür brauchen sie die Zeit. Saturn ist ja gut, Saturn regiert über die Zeit und Saturn möchte das auch abzugrenzen. Er möchte
darauf hinweisen, was ist jetzt für dich das Wichtigste, was ist jetzt das Kern. Und es ist ganz wichtig, dass sie sich schnellstmöglich mit ganzem kleinen Kram, was sie davon abhängt, den nächsten Schritt zu machen oder über das Wesentlichste in ihrem Leben zu kümmern, abzuarbeiten. Und jetzt, wo der Merkur rückläufig ist bis zum 3.6., am liebsten circa ab dem 7.6. fangen Sie dann intensiv für etwas vorzuarbeiten. Nutzen Sie wirklich diese Zeit, alles Mögliche abzuarbeiten. Sei das jetzt Ordnung im Keller, sei das jetzt Abgabe von den Steuererklärungen. Falls Sie das noch nicht gemacht haben, versuchen Sie das bis dahin abzuschließen. Vor dem Neumond, das ist das 30.5., es macht wirklich Sinn, mit möglichen Schulden sich davon zu verabschieden. Also wenn Sie noch irgendwelchen kleinen Schulden haben und Sie in der Lage sind, das zu begleichen, machen Sie das bis zu dem Neumond. Was möchte ich dazu noch sagen? Das Thema der Aktualität. Der retrograde Saturn möchte dich lernen, dass du zeitnah bzw. zeitgerechte verschiebe bestimmten Aufgaben erledigst. Was in einer Stunde zu erledigt ist, sollte versucht werden oder gelernt werden, in einer Stunde zu erledigen. Diese Zeitgenauigkeit wird gefragt und wird dir helfen, mit halt später, wenn du das jetzt lernst. Das Thema Pünktlichkeit. Warum die Menschen nicht pünktlich sind, dafür gibt es verschiedene Gründe. Unter anderem hat das zum Beispiel auch etwas mit unserem Ego zu tun. Oft gibt es eine Aussage, es gibt auch psychologische Hintergründe dahinter. Zum Beispiel wird gesagt, dass ja, wenn du immer wieder verschläfst oder wenn du immer wieder halt zu spät kommst, kann es bedeuten, dass du überhaupt diese Arbeit nicht magst, dass du die Arbeit wechseln sollst und dass das nicht deins ist. Kann eine Ursache sein. Zum Beispiel kann es aber auch mit eigenem Ego zusammenhängen. Zum Beispiel, wenn es ist passiert alles unterbewusst. Ja, also ohne mich werden sie sowieso nicht anfangen. Wenn man sich selbst, also so, das ist so ein komischer Ego-Spiel, aber das ist auch machbar. Und dieses nicht pünktlich kommen, nicht pünktlich da sein, das löst eine ganz bestimmte Kette von Ereignissen, die sich dann am Endeffekt aufsammelt und vielleicht sogar auf ihr eigenes psychosomatisches Zustand auswirkt. Das wollen wir natürlich nicht. Also vielleicht, ich habe das schon mehrmals, glaube ich, mal in diesem Video gesagt, aber es ist tatsächlich extrem wichtig, dass wir jetzt vom 4.6. bis 23.11. lernen, mit eigener Zeit umzugehen, zeitgenau zu sein, einzuschätzen, wie viel Zeit wir für irgend bestimmten Vorgängen brauchen, Versprechungen anzuhalten. Wenn wir sie gegeben haben, dann müssen wir auch in dem Sinne gut einschätzen können, ob wir das erledigen können. Falls wir das nicht schaffen können, dann geben Sie diese Versprechung nicht und das Qualität. Natürlich ist es wichtig, oder zum Beispiel der Arbeitgeber wünscht sich, dass etwas schneller erledigt wird als geplant. Aber Qualität soll daran nicht leiden. Es ist ganz wichtig, dass, also Saturn, der baut für Jahrhunderte lang und das, was Sie machen, muss nicht unbedingt schnell sein, aber machen Sie das richtig und machen Sie das korrekt. Und Saturn würde Sie dafür belohnen. Das ist ganz wichtig. Wenn Sie dazu Fragen habt, wenn Sie dazu oder zu anderen auch Themenfragen habt, die können Sie mir gerne in Kommentaren hinterlassen. Ich werde sie beantworten. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Wir sehen uns im nächsten Video, demnächst wieder. Vielen Dank für eure Kommentare, vielen Dank für eure Likes. Ich wünsche euch einen tollen Sommeranfang und wir sehen uns demnächst wieder. Tschüss.